Heute gibt's mal keinen Alexa-Witz, aber heute gibt's Pack Bingo. Hast du Bock, Timo? Ich hab Bock. Ich hab lange kein Bingo mehr gemacht. Ja, tatsächlich. Wir auch nicht mehr. Ja. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Bingo aufgenommen haben. Ich glaube, ich persönlich alleine habe das letzte Mal mit Tenendo eins aufgenommen. Mhm. Ich weiß noch gar nicht, ob das schon online kam, weil... Ja, whatever. Nee, wir spielen auf jeden Fall Bingo zu Welten im Wandel. Und ja, was sind denn die guten Kategorien? Wir haben wieder 9 Kategorien für unser Bingo-Feld. Ja, es ist eigentlich kein richtiges Bingo. Es ist einfach nur... Punkte sammeln. Punkte aber sammeln. Es klingt halt cool. Ja, eben. Es ist halt Marketing, gut. Leute. Marketing. Richtig. Wir haben Tag-Teams, weil wir haben Tag-Team-Trainerkarten. Wir haben so viel Stuff, wir haben Tag-Team-Karten. Wir haben Character Rares, so haben wir sie getauft. Mhm. Wir wissen nicht, ob die so heißen. Also hier Bismarck mit Charon zum Beispiel. Aber Charon, Bismarck selber zählt auch. Haben wir gemacht? Haben wir das jetzt gesagt? Haben wir, nee, haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir machen das nicht. Wir machen nur Character Rares. Also die ganzen, die Secret Rare Karten, die Secret Rare Holo, Full Art Pokémon, whatever, die auf dem Rare-Slot sind. Genau. Dann braucht man ein Pokémon aus der Plinfa-Evo-Reihe. Das könnte Plinfa, Plinfa, Empoleon, Plinfa mit Lucia oder Plinfa mit Turtok sein. Dann haben wir 5 verschiedene Gens in einem Pack. Dann haben wir natürlich Rainbow Blitz K.O. Wir haben eine GX, wir haben eine Ultra-Bestie, wir haben Full Art oder Alternate Artwork oder wir haben 2 legendäre / Mythical, also mysteriöse Pokémon wie zum Beispiel Victini. Und wenn wir zum Beispiel ADP, also Arceus, Dialga, Palkia oder Lunala und Sorgaleo oder Zirko und Reshiram ziehen, sind es auch schon 2 und dann geht die Kategorie als vollzogen. Yes. Gut. Das haben wir dann alles jetzt. Hast du alles? Das war alles. Ja gut, ich habe dir nicht 100% mehr zugehört. Ich habe ein Auge. Sehr schön. Du darfst dir noch 4 Booster aus dem Seed Display rausholen. Und dann schauen wir einfach mal, was jetzt hier Schönes mal rumkommt. Du ziehst immer straight einfach raus, ne? Ja. Ich ziehe immer so hier und da und da. Ja, ja, ich guck da immer. So, Leute, wie gesagt, 4 Packs. Beim Timo gibt es natürlich auch wieder noch eine Folge. Deswegen schaut da sehr, sehr gerne mal bei ihm auf den Kanal noch vorbei. So, hier kann jetzt halt alles gut sein. Hier das ist halt das Geile, weißt du? Wir haben auch die 5 Gens gemacht, ne? Genau. Leg sie am besten so oben 5. So, was sagst du? Du hast keinen Kartentrick gemacht, ne? Habe ich jetzt keinen. Ich darf nicht. Was wolltest du jetzt sagen? Legst hier oben 5 und hier unten 5 und dann können wir... Ah, mit der Energie. Wir hätten auch Energie predicten oder so. Können wir auch mal. Oh, ja. So, Rotom. Gen 4 auf jeden Fall schon mal. Genau. Gute Erika. Bringt uns nichts. Ne? Gen 1. Gen 1. Gen 7. Gen 3. Gen 3. Und Gen 7. Ja, das ist dann quasi hier, ne? Ja. Da. Gen 7. Miras. Ist das Gen 7? Ja. Echt? Gen 7. Gen 5. Also habe ich auf jeden Fall mal den Punkt. Den Punkt hast du, ja. Ja, ja, nice. Ja. Und ein Land schon. Gen 2. Aber genau. Keinen weiteren Punkt. Nee, da war nichts dabei. Tatsächlich war keine Plinfa-Evo-Reihe. Wie gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt, Bingo mehr zu sehen, dann lasst doch irgendwo mal ein Like da. Schreibt in die Kommentare. Genau. Ob ihr mehr da. Schreibt generell. Ich hasse es, ne? Ich hasse es so sehr, wenn das passiert. Hast du schon geschrieben, wer es hat? Ah, ja, ich habe ein S vorne dran gemacht. Super. Super toll, klasse. Super. Weißt du, was wir bräuchten? So ein iPad oder sowas, wo wir da noch nebenbei gerade... Oder ein Blatt Papier einfach. Das ist natürlich auch eine Sache. Aber selber so existiert. Das ist zu oldschool für das uns. Ist echt so oldschool. Also da brauchen wir echt nichts. So, oh, Tag Team. Weiter. Ah ja, Tag Team haben wir hier. Ja, Bing. Plinfa, Evo-Reihe. Also die zählt für den Punkt, ne? Genau, genau. Und vierte Gen, dritte Gen, siebte Gen, zweite Gen, zweite Gen. Ein legendäres Pokémon schon mal. Also eins hast du schon mal. Und siebte Gen, war hier. Fünfte Gen, den Punkt habe ich auch. Ding, ah, Gott, Alter. Juli. Ohne GX. Holy shit, okay. Du hast richtig Moment. Rasiert Wir hier. Haben 1, 2, 3, 4 Punkte. Alter. In einem Booster Pack und eine GX geholt. Timo. Nicht schlecht. Du gönnst dir aber mal richtig hart hier, ne? Also... Holy shit, das war gut vorgelegt. So, wir haben ein Tag Team. Sind bei Evo rein. Du hast natürlich geguckt, dass die Kategorien alle machbar sind, aber dass du direkt so eine Buße. Also, das ist wirklich crazy. Was hatte ich noch? Das, also Tag Team hast du Plinfa. Tag Team, Plinfa, Evo rein, GX und? Die 5 Gens. Genau, die 5 Gens, richtig. Das war ja doch irgendwie einfacher zu machen. Ja, ich hab's mir auch schwieriger vorgestellt. Also ich dachte jetzt, 5 Gens ist schon. Gut gepokert. Also sind die Karten doch immer gut durchgemischt. Es gab ja immer viele Gens, wo Fokus auf eine, also viele Sets, wo auf Fokus auf eine Gen gelegt wurde. Das war ja nichts Mysteriöses oder so, ne? Nee, gar nichts. Du musst jetzt nur noch auf, ja. Auf gute Sachen hoffen. Auf gute Sachen hoffen. Komm, Azurill. Auf jeden Fall ist da. Oh, eine Character Rare. Da haben wir die Character Rare auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Oh, wie gesagt, das ist auch mit so, neben dem Plinfa meiner Lieblings. Und. Sarayone. Ah. Aber 4-2. Aber du hast jetzt wieder vorgelegt, ne? Aber jetzt wird schwer für mich.
noch Punkte zu holen. Also ich habe so ja, die, das ist eben so. Die, Sache, die mit einfachsten habe ich ja schon geholt. Wobei Character Ray wäre noch... Ultra-Bestie könntest du Ultra-Bestie auch noch, auch noch easy holen. Gut also, machbar, ja. Zwei Legendäre ist halt auch, wie gesagt, Cosmog und Type 0, ne? Ich habe immer so die Panik, dass ich nicht aufnehme. Irgendwas, ja, kenne ich. Cosmog und Type 0 wäre auch schon zwei Legendäre, ne? Mhm. Das ist halt so die Sache. So, 1, 2, 3, 4. So, wir haben eine Bodenenergie. Wir haben Mika. Terrabak. Wir hätten Bismarck, Evo reinnehmen sollen. Tangulos, Seemops, Quadermark, Bautz. Da wäre schon wieder eins. Algit. Oh mein Gott! Ich habe die komplette Evo-Reihe von Bismarck. Oh mein Gott. Und ein Zenlong. Nice. Der holt halt wieder das Bismarck. Oh. Bismarck. Ich habe gesagt, wir sind mit dem Bismarck anders. Aber ja, ne? Absolut. Holy shit, 5 Punkte habe ich schon von 8, wenn wir die Rainbow weglassen. Bruder. Das ist insane. Du machst es mir echt nicht einfach, Timo, ne? Ja, also, da müssen schwierig. Take-Team ist noch gut machbar. Ja, schauen wir mal. Den Fire-Brei auch. Oh, der Superfänger, so das wäre auch eine gute Kategorie gewesen, stimmt, ne? Ja. Der ist halt richtig gut. Voluminas, Kurdel. Hallo, La Vulpix, genau. Ruffles, Velocity, ein Bautz, Aragoni. Komm, der Leerlauf. Dammit. Das war schwierig. Also, irgendwie... Ist da der Wurm drin? Soll ich jetzt beide machen? Ja, machst du das letzte? Genau. Dann machst du mal jetzt beide. Also, ich würde es dir jetzt echt gönnen, wenn ich jetzt nichts mehr krasses hätte. Aber die Ultra-Bestie ist halt in zwei Packs noch. Hier ist halt gut. Echt es sind gut halt machbar. Nicht so viele Ultra-Bestien in dem Set, ne? Aber auf jeden Fall mal. Schwinking kann man mal ziehen. Ja, eben. Wie wenn wir jetzt Full Art. Oder Alternate Artwork, Schlinking und Argoyon wäre ja natürlich absolut insane. Ja, Ultra-Bestie ist, wären dann, wäre ich auf 7 Punkte. Ne? Feenenergie, Nanorit. Du holst nachher alles außer den Rainbow. Vielleicht sage ich richtig zu Wurzel. Griffel, Deckneu, Polente, Blaustring, Feenar, Reverse Rare und. Eine Holo. Hätten wir auch als Kategorie machen können. Ja, Holo und Reverse Rare geht eigentlich immer. Doch, nee, du wolltest jetzt noch das Pack machen. Genau. Oh mein Gott, Alter, wie kann das denn jetzt schon wieder sein? Du kannst doch aufholen. Ja, ich weiß. Also es ist noch du alles jetzt machbar. Fünf, ne? Ja. Also wenn ich halt... Also die Plinfa-Evo-Reihe ist ja komplett free eigentlich. Plinfa-Evo-Reihe kann ich holen. Dann noch eine Tag-Team-GX. Tag-Team-GX. Die Tag-Team-GX, die Schlinking. Dann hättest du... Die sagst, die Ultra-Bestien sind keine legendären, sagt man immer. Da haben wir du könntest aber auch ADP Full-Art ziehen. Ja. Oder sogar Leo und Lunala oder... Und auch die in... Alternate, also du hast noch viele Optionen. Sogar Leo und Dunala sind, glaube ich, legendäre und Ultra-Bestien. Ich glaube, dass die als Ultra-Bestien zählen. Ja, wenn sie Ultra-Dinge sicher sind. Ja, doch, ich glaube. Abmähen und Morgen. Ja, das kann sein, Das sind dann Ultra-Bestien. Ivor, Fluet, Quartermark, Miniras, Bautz, Aigit, Pikachu. Tilo und Bibi. Okay, also du hast jetzt. Ich habe jetzt nichts mehr geholt. Ich muss 4 Punkte aus dem Pack holen. Yes. Theoretisch. Nee. Doch. Damit ich gewinne. Ja, 3 bei Gleichstand. Glaube ich. Und dann geht's schnick, schnack, schnuck. Yes. Hattest du mal Schnick? Ich habe letztens eine Battle unentschieden gehabt. Mhm. Da haben wir Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Mhm. Wir hatten, glaube ich, 4 oder 5 Mal beide das gleiche hintereinander. Nice. Hattest du das schon mal gehabt? Oh, ein legendäres. Oh, tatsächlich. Das könnte free sein. Nass Gnet. Ursa, das ist kein Legendär. Da ist ein Akkus drauf. Ja, zählt das? Nee. Leufeo. Baby. Leo. Ist auch nicht legendär. Der Willi bringt mir auch nichts. Nein! Nichts. Gar nichts. Da habe ich dich komplett in der ersten Runde schon gewonnen. In der ersten Booster einfach komplett zerbumst. Aber ja. Ja, nur das Billikat ist ganz schick. Ja, ich würde mal sagen, da gibt es jetzt auch noch die nächste Chance bei dir auf dem Kanal. Yes. Das Ganze, dass ich das Ganze. Ist auch gar gedacht, das Booster wäre noch gar nicht. Sah so aus, ne? Ist da noch was drin? Aber hey, wir haben hier noch ein bisschen was, ne? Also, wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, was hier noch so drin sein wollt, dann checkt auf jeden Fall Timos Kanal ab. Yes. Oder im Beschreibung verlinkt. Ansonsten alles andere abchecken, was in der Beschreibung verlinkt ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Wir ziehen gar nichts. An so Punkten. Bisschen, also aber immerhin die Character Release. Die Punkte haben wir. Ja, doch, stimmt. Punkte haben wir, aber deshalb ist geil, du kriegst halt auch so Punkte. Ja, deswegen. Leute, ciao.